Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge der siebten Staffel hier bei State of Decay 2. Ich bin der Palzi, das hier ist. Mach mal Licht an. Lindsay ist das. Ich habe Lindsay schon ausgerüstet mit ein paar Sachen, die wir überflüssig haben. Ich überlege, ob wir den Wasserkühler auch abgeben. Kann aber eine Anlage mit Wasser versorgen, das könnte hilfreich sein. So, was auch hilfreich wäre, ist erstmal ein Seuchenheilmittel herzustellen. Und damit wir eine zumindest im Inventar haben, zwei Medis haben wir und fünf Seuchenproben auch so. Das heißt, da haben wir eine jetzt. Klo putzen geht nicht, weil wir gerade die Werkstatt aufwerten. Und dann gibt es ja zwei Enklaven. Hier bei den Pfadfindern hatten wir einen Chemiker, eine Chemikerin, aber mit Bastet. Die konnte Chemie nur bis 5 lernen. Die hilft uns nicht. Und dann war da ein Gartenbauer und ein Ackerbauer. Brauchen wir aber auch nicht. Also Ackerbau, die Spezialisierung von Gartenbau, denn Lindsay ist das ja auch schon. Und zwei davon brauchen wir auf gar keinen Fall. Das heißt, die sind untauglich hinsichtlich des Themas Vergrößerung der Gemeinschaft wieder. Wir müssen zusehen, dass wir auf 5 Leute kommen für die nächste Basis dann, die wir beziehen könnten. Camp Kellenqua ist sogar frei. Ja, Halleluja. Das heißt, da ich die Gemeinschaft hier nicht auflösen mag, obwohl ihr Bonus nicht taugt, versteht mich da nicht, aber die Leute brauchen wir eigentlich nicht. Werden wir wohl oder übel an die Nachbarsleute ran müssen und vielleicht über Funk eine weitere Enklave herbeirufen? Und dann, jetzt wo der Curveball von Bedeihe vorbei ist, können wir auch das Swine and Bovine wieder claimen. So, das heißt, der Plan für die Nacht ist jetzt erstmal hier einen zu rekrutieren und dann das Swine and Bovine zu claimen und dann müssten wir eigentlich schon wieder scouten gehen, um uns die Lagen anzusehen von solchen Herzen. Denn strategische Ausrichtung, man möchte hier oben in Squillones einen Außenposten haben. Das wird entweder die Klinik oder hier das Swine and Bovine. Man möchte hier in Old Squillones nach Möglichkeit einen Außenposten haben, hier auf der Seite des Flusses. Die Windfarm ist auf jeden Fall in meinen Augen einen Außenposten wert, weil wir darüber Strom bekommen. Das wären dann drei Außenposten. Einen Außenposten hier oben wären vier. Und dann in der Regel entweder hier ein oder hier als fünf, sechster Außenposten ist dann Luxus, wenn überhaupt ein Netzwerkhändler kommt, der sowas veräußert, was wir uns momentan nicht leisten könnten. Deshalb habe ich sie auch erstmal mit unseren restlichen Handelsgegenständen ausgestattet, die gute Dame hier, damit wir. Was bist du für ein Auto? Ist das wieder die mysteriöse Übertragung von wahrscheinlich da hinten? Das hier sind die Treibholzärzte. Ja, neue Session halt, ne? Wie sieht's aus? Da ist gut. Das passt. So, Aktion Nummer 1. Wir fahren jetzt zu den, wie heißen sie? Landbewohnern? Ne, Nachbarsleute, okay. Lösen die auf. Obwohl die super, also Bed and Breakfast ist super toll, hilft uns aber nicht ganz so. Denn Bob ist ja inzwischen Held, das heißt, er hat seinen Heldenbonus, der uns ein Lebensmittel gibt und er ist Schlafpsychologe, stellt zwei Betten. Das heißt, Bob allein liefert uns das, was die Enklave da auch bietet. Und wir sind, ich will nicht sagen, dass wir verzweifelt sind, aber wir sind in der Situation, dass wir dringend Leute halt brauchen. Denn mit Zweien geht das hier echt nicht mehr.
fahre ich mal eine kleine Runde hier. In der Hoffnung, dass wir die damit abgehängt haben. Damit sich andere Leute, nämlich die Leute, die wir rekrutieren wollen, mit denen rumschlagen müssen. Ui, ui, Hitze-Zombies, neuer Curveball. Mehr Blutseuchenproben, aber infektiöser. Okay, das ist ja nicht schön. So, ich weiß, dass die alle drei keine dritte Eigenschaft haben. Erstmal handeln. Ihr müsst unser Zeugs erstmal nehmen. Ich gucke auch nochmal, ob ihr irgendwas habt, was mich interessieren könnte. Nee, nicht wirklich. So, Fillmore. Er müsste 108 haben mit Kämpfen 2, hat aber nur 98. Cardio passt, 3x5 sind 115 dann. Aber der hat irgendwas, was negativ ist. Nee, nicht handeln. Ich möchte wissen. Hier haben wir, der hat 20 Ausdauer mehr, als er haben dürfte. Also Erai Vikramanayake ist auf jeden Fall ein möglicher Kandidat. Und wo ist Nummer 3? Ach, hier steht da. Bastian. Bastian ist völlig normal. Hat eine hohe Geistesgegenwart. Aber dann würde ich tatsächlich... Ah, es sind also Pestzombies. Wo sind die? Da oben. Das ist mir egal. Nee, dann nehmen wir den Erai. Auch wenn ich den Namen nicht richtig aussprechen kann. Good to see you alive. Ja, Erai. Nochmal Info. Und dann, ja, schade, dass wir die auflösen müssen. Ist halt ein toller Bonus, aber wir brauchen Leute. So, we want you on our team. Them? Not so much. So, ich lasse den auch alleine nach Hause laufen, weil ich jetzt gleich weiterfahre, um den Außenposten zu claimen. Wenn wir weit genug weg sind von ihm, dann passiert ihm auch nichts, weil der dann, okay, weil dann Kampf ja nicht mehr... Nee, die Seuchenprobe ist es nicht wert, dafür zu kämpfen. Lag halt eine Seuchenprobe, hätte ich vorhin gucken sollen, besser... So. Bloaterchen kommt. Kommt da mal raus aus der Grütze, damit ich euch überfahren kann. Ich habe noch Handelsgegenstände, die ich auch noch loswerden möchte. So, ich nehme an, dass Erai Sheriff-Anführer ist, weil diese Quest da gekommen ist. So, Will, hier, kauf das Zeug. Oder ein Zombie? Hey, how you been? Er ist der Ackerbauer, ja. China ist eh halb
tot. Aber guckt euch China an, die ist... Ja, aber hier mit 6 Punkten in Cardio, was normalerweise 118 Ausdauer bedeuten müsste, kommt sie da nur auf 88. Die würde ich eh nicht nehmen. Dann haben wir noch Julia. Und dann gönnt man sich eine Bastet-Chemikerin, die hat 20 Ausdauer mehr, als sie haben dürfte. Aber was soll man mit einer Bastet-Chemikerin? Andererseits ist diese Enklave hier wirklich... Ja... Ermutigung. Brauche ich Ermutigung? Nö, was habt ihr denn zu handeln? Habt ihr noch irgendwas Schönes? Eine Überlegung, ob man jetzt gleich in die Vollen geht und sich hier zwei gönnt. Aber sie wird sich nie spezialisieren können. Das heißt, weder auf Munition noch auf Arzneimittel. Das ist echt so eine Notlösung oder wäre eine Notlösung. Nee, ich lasse die erstmal als Handelspartner taugen sie hier alle mal. An der Position. Wir fahren jetzt weiter. Swine and Bovine ist das Ziel. Ja, super, Palsy. Hast du super hingekriegt. Hat wohl nicht so geklappt wie geplant, mit Tür auf und sanft streicheln. Ja, ich bin der sanfte Streichler. So, jetzt zielen. Bautz. Was hier hört eigentlich? Nö. Locked up tight. Probier die andere Seite. Jo, geht doch. Ist auch schon erkundet. Das heißt, wir können sofort... Ah, Außenposten-Slot nicht verfügbar. Das heißt, wir müssen erstmal einen aufgeben. Das heißt, wir geben das Peddlers jetzt auf. Das brauchen wir da hinten auf keinen Fall. Wir müssen dann auch zusehen, dass wir die Kommandozentrale aufwerten. So, Außenposten beanspruchen, selbstverständlich. And if we want, we could spend some time and make it even better. So, dann gucken wir uns erstmal Erai muss als erstes Mal ins Seuchenbett. Getting myself checked out might not be a bad idea. Aufwertung der Kommandozentrale kostet 15. Das heißt, wir müssen wieder organisieren. In der Werkstatt können wir jetzt Mollys herstellen. Das ist schon mal gut. Können hier auch einen Mod installieren. Und ich würde aktuell erstmal den für Handfeuerwaffen installieren. Ansonsten sehe ich aktuell nicht die Notwendigkeit. Für Schmerzmittel, da bräuchte man Wasser. Aber Schmerzmittel sehe ich uns aktuell nicht. Also ist das hier alles okay erstmal. Wir haben aber die Arbeit wieder frei, um das Klo zu putzen. So. Dann Erai mal angucken. Als Sheriff-Anführer. Unsere oberste Priorität ist ja bla bla bla.
Ah, der hat nur zwei Eigenschaften. Normalerweise nehme ich solche Leute ja nicht. Da habe ich nicht aufgepasst. Naja, zu spät. Hat in der Wüste gelebt. Da, wo ich herkomme, entsprechen 32 Grad einem frischen Frühlingsmorgen plus 20 Ausdauer und lustig. Viele sagen, dass ich lustig wäre, aber eigentlich ist die Welt komisch. Ich weise nur darauf hin. Den werde ich dann vermutlich Mechanik lernen lassen. So, was ich jetzt als nächstes mache, ist Funkbefehl. Wir müssten ja an sich. Ja, wir haben genügend. Nee, den Funkbefehl würde ich eher von der Heimatbasis aus senden wollen. Denn wenn wir jetzt spawnen, spawnt eine neue Enklave ja im Umkreis. Das mit den Treibholzärzten, ja, könnte man sich überlegen, ob man da nicht tatsächlich die Quest macht. Bisschen looten könnten wir auf dem Weg zu denen. Hier unten zum Beispiel die Apotheke. Und ich glaube, da fahre ich jetzt auch als nächstes hin. Apotheke, dann Scouten, dann Treibholzärzte. In der Zeit kann. Vielleicht heißt er auch gar nicht Erei, sondern Eratsch oder irgendwie sowas, denn das klingt ja doch schon, upsie, ein bisschen indisch, ne? Vikramanayake, was heißt indisch? Das kann genauso philippinisch, indonesisch oder sonst wie sein. Ich habe eben kurz gezögert wegen des Treibstoffstandes. Wir wollen nur die Straße runterfahren. Bohnenmine wohl gesehen da an der Stelle. God, I am so sick of plague zombies. Ich habe auch die drei Screamer da gesehen und das gefällt mir eigentlich gar nicht. Ah, die kommen aber alle auf der Seite der Mauer jetzt. Das ist wiederum okay. Gar nicht. Macht die Gegend hier natürlich schon wieder uninteressanter. Ja, und da ist ein Seuchenherz aufgewacht. Na, dann ist auch egal, wenn wir ein paar mehr Zombies überfahren. Nicht die Fahrertür, also alles halb so wild. Trotzdem ärgerlich. Ja, bald sie selbst schuld. Ja, bin ich auch. Ich ärgere mich auch ehrlich gesagt über mich selbst gerade. Das war blöd. Ne, um Loot kämpfen. Wo ist denn hier ein Seuchenherz aufgewacht? Die zwei wohl nicht, dann muss da eins sein. Da wollen wir eh scouten gehen. Einzig Ärgerliche ist, dass wieder. Dingsbums ausgeschickt werden. Der Horden, die alles Mögliche besetzen. Und ich ärgere mich über mich selbst gerade. Das war wirklich. Okay. No Zeds around, but Ja, hier we have müssen to wir. clear Es the gibt nur perimeter eine of plague really Tür. close by. Ah, ich kann euch gar nicht vorstellen, ich bin. Es gibt echt so. Nee, es gibt. Ich weiß nicht, ob heute ein schlechter Tag für mich ist. Flasche mit Absinth, los, es sieht niemand zu. Aber diese Kleinigkeit eben, ich will nicht sagen, hat das Fass zum Überlaufen gebracht, aber hat mich auf einen Could be worse.
Level auf einen, ja, ein Level gehoben, der eine neue Aggressionsstufe bedeutet. Okay. Was haben wir da? Standmixer, den können wir auf jeden Fall verkloppen. Aber wie gesagt, ich bin da selber schuld. Das ist, bist du wenigstens Heldin dadurch geworden? Ja, Ziel von Mitgefühl. Standmixer ist schwer. Und gucken wir jetzt noch hier in das kleine Büro rein. Welchen Container habe ich übersehen? Achso, den habe ich übersehen. Da fangen wir hier am Schreibtisch an. Die stecken Chemikalien. Ja, du bist überlastet, aber das ist nicht so schlimm, meine Liebe. Oh, das ist jetzt aber richtig schlimm schon. Chemikalien stecken. Billiger Wodka. Seabrooks universelle Enzyklopädie. Buchstabe P. Erfahre mehr über die Pest und andere Seuchen. Okay, dann kommen wir nochmal zurück. Dann fahren wir jetzt erstmal zum Außenposten gerade. Um ein bisschen was loszuwerden. Da lag noch eine Seuchenprobe. Hier lag irgendwo eine Mine. Da. Mach ruhig Krach. Krach ist super. This will slow me down. Ja, du hast auch noch einen schweren Rucksack. Das, dann einmal Sprit raus. Da scheint Eratsch. Ich glaube, ich nenne ihn Ratsch. Wieder verfügbar zu sein. Ist dem so? Ja, ich würde sagen, dann kann der auch gleich übernehmen hier. Damit er mal einen Ausflug macht. Du hattest die. Gestohlene Medikamente interessiert mich, glaube ich, nicht so. So, du brauchst auf jeden Fall zwei davon und zwei Snacks. Dann für den Turn. Du wirst auf jeden Fall die JL bekommen. Kannst du auch schon eine Kugel in Lauf packen. Aber für den Turn nimmst du, wie gehabt. Wo ist denn die Quest hier? Ach, da müssten wir erst mit. Ach nee, die ist da oben. Die Beutejäger. Nee, die ignoriere ich. Die führt wieder in ein Territorium, wo kein Seuchenherz wach ist und ich glaube nicht. So, aufgetankt war. Dann rinn ins Auto. Hier in Ruhe looten, ihr
abblasen. Ja, irgendwas kommt doch da, ne? Ja, Ratsch im Einsatz. So. Seuchenprobe, ja, damit. Aber mit drei Leuten fühle ich mich jetzt schon wieder etwas wohler. So, hier ist noch eine Röhre mit Feuerwerk drin. Und dann war hier noch irgendwas. Ein Beil und ein Molly. Okay, da fahre ich jetzt aber nicht für zurück. Ein Beil kannst du mal da reinpassen. Das deckt eh nicht. So, dann Teil 2 des Mini-Plans. Wir wollen erkunden. Ah, da ist schon das Seuchenherz angezeigt. Sie ist schon. Wo stelle ich denn den Wagen hin? Gegebenenfalls hier. Dumm. So, dann wollen wir mal gucken. I'm counting a lot of zombies in that horde. Ach, Kopfgeldvermittler, da können wir auch vorbeigucken. Eigentlich mal sehen, was es für Kopfgelder gibt. Ja, lange nicht gespielt eigentlich. Got a bloater in the vicinity. That's enough for now. Okay, blickt auf die Karte, ja, und das ist das Seuchenherz, das wach ist. Da ist die Horde, die zu unserem Außenposten möchte. Sollte man hier looten? Haben wir hier einen Dewey's eigentlich? Ne, hier kriegen wir nur Lebensmittel her. Kopfgeldvermittler. Oh, das ist aber, sieht aber, doch, ja, er nimmt es. Aber ich dachte, hier gibt es eigentlich auch Chewies. Fahne ist ein Farmzubehörladen. Das ist schlecht. Gut, dann fahren wir jetzt zu den Treibholzärzten als nächstes und wollen da mit Dasan sprechen. Nur am Checken, ob wir da in der Gegend gleich was plündern können. Gegebenenfalls halt, upsi, die Toilette. Hier neben der alten Mühle. Ja, komm hinterher. Du hast doch gesehen, dass ich rüber hier schlaf. Na, dann schrei halt rum. Wen haben wir denn hier? Du bist Dasan? Was haben wir hier noch für Leute? Ach, die laufen da oben jetzt gerade. That's right, Zombie.
Don't mind us. Ja, macht mal den Zombie tot. Hab da super hingekriegt. So, du komm du mal her. Kendralin. I think we can help each other out. Okay. Ja, ihr seid. Obwohl, ihr habt Lebensmittel, keine Medis. Das ist überhaupt. So, Caro. Chirurgin. Wäre super. Würde ich sofort nehmen mit Kusshand. So, dann war hier aber Kendralin. Noch nicht voll ausgebildete Medizinerin. Ist aber auch okay. Und wo ist jetzt Dasan? Da ist er. Es gibt einen Vorrat an Medikamenten beim Tatenmarkt, aber unsere Leute gelangen dort nicht hin. Klar, komm her, machen wir. Wir holen euch Medikamente. Und eigentlich haben wir ja sogar einen im Kofferraum, aber wir können auch erstmal wieder zurückfahren. Wo ist denn die Horde hin verschwunden, die hier infizierend war? Da ist ein Haus verschwunden. Sitzen die da? Könnte sein. Also hier die beiden Häuser. Müssen wir checken. Das, ihr Lieben, dann aber erst beim nächsten Mal. Ich hoffe, die... Ja, ich will zumindest noch aufs Auto krabbeln. Auto bedeutet Sicherheit. Das dann erst beim nächsten Mal. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Seid beim nächsten Mal auch wieder mit am Start, was mich freuen würde. Und freuen würde mich natürlich auch, wenn ihr dran drängt, Like und gegebenenfalls Abo dazulassen. Macht's gut, euer Palzi.